So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved mit mir und Zero zusammen. Hallo, hallo, hallo. Heute ist es soweit. Ach. Ja, heute legen wir richtig los. Ja, ich habe jetzt schon Angst, ganz ehrlich. Ach, Quatsch. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Ressourcen auf jeden Fall noch mitnehmen. Ne? Und die werden wir unter den Dinos verteilen. Das heißt, ich werde mal ein bisschen Traglast skillen bei den ganzen Viechern. Ja, mach das. Ach, guck mal, wie der wieder rumhüpft. Unsere Spinnies. Ja, die werden wir jetzt endlich los. Ja. Hauptsache, sie werden uns nicht los. So, ja, die ganze Bauerei, also umsonst. Yay! Das Floß ist hier auch noch dann. Ah ja, stimmt, da können wir die ganzen Truhen noch aufmachen, ne? Wir können doch mit dem Floß da gar nicht hin. Ach ja. Oh Gott, ich kenne den Weg gar nicht mehr. Ich hatte mir extra einen Weg rausgesucht, also keine Panik. Aber ich glaube, hier waren deine Sachen drin, ne? Jetzt klaue ich dir aus Versehen gerade deine Sachen. Nein, keine Sorge. Ich nehme meine Sachen. Ja. Nein, ich habe wieder alle Folgen gedrückt. Noch nicht, Freunde, noch nicht. Bleibt mal kurz alle noch stehen. So. Kann ich die nicht? Achso, das geht ja. So, dann schauen wir mal. Ich muss ja sowieso hier noch ein paar Sachen in die Tiere verteilen. Der Kühlschrank ist ja auch noch. Aje. Der arme Kühlschrank. Ja, oh Gott, das wird doch. Stimmt, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, ne? Kühlschrank. Ja, den können wir ja nicht mitnehmen, den Kühlschrank, ne? Nehmen jetzt die wichtigsten Sachen aus dem Kühlschrank raus. Eier können wir hier drin lassen und so, ganz ehrlich. Wieso können wir denn nicht mitnehmen? Den Kühlschrank? Ja. Wie willst du den Kühlschrank mitnehmen? Ach nee, den kannst du nicht abbauen, ne? Nee. Das ist ja kacke. Gut. So viel dazu. Wo sind eigentlich meine Anziehsachen? Ich glaube, die sind im Haus. Alles gut. Ja? Mhm. Ich habe immerhin Schuhe. Immerhin. Leisetreterschuhe. So, 53. Wie nennt sich das nochmal? Leder haben wir nur. Schade, sonst hätten wir noch einen Beutel machen können. Beutel, sag ich schon, noch einen Sattel. Ach so, ja, das wäre jetzt für einen Raptor, ne? Mhm. Mhm, das wäre schon gar nicht so übel. Naja, ich laufe zu Fuß, das ist schon okay. Ja, ich lasse mich ja von dem Raptor beschützen. So, hast du jetzt meine Klamotten? Nein, ich habe nur Schuhe. Hm. Komisch. Irgendwo sind meine Klamotten abhandengekommen. Das ist echt blöd. Ach, so viele Steine, die wir hier lassen, schade. So, aber ich würde sagen, die Beeren und das Fleisch zumindest, das würde ich gerne in die Dinos verteilen. Ja, lass uns erstmal wegen den Edelsteinen gucken. Wollen wir die mitnehmen? Oder lassen wir die lieber? Keine Ahnung. So, Also ich sag mal, so wichtig scheinen sie jetzt irgendwie nicht mehr zu sein. Ja gut, die grünen Edelsteine können wir eigentlich hier lassen. Genauso wie die blauen. Also die Kristalle würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Die sind, glaube ich, wichtig. Ja, die sind wichtig. So, jetzt muss ich erstmal mein Gewicht verteilen. Sarako, mein lieber Freund, du kriegst schon mal ein bisschen was. Ich hoffe, wir werden nicht allzu viele Verluste haben. Ja, ich hoffe eigentlich auf gar keine Verluste. Aber ich denke, das wird leider nicht möglich sein. Oh. Dieser kleine, der unser Level-Buff-Dino. Ja, den holen wir da einfach nochmal. Alias noch mal. Der Penner. Der frisst. Ach ja, doch, der frisst Bären, alles gut. Der hat damit nichts mehr zu essen gehabt. So. So, das nehme ich alles mit. Obsidian ist auch noch wichtig. Ja, Obsidian ist mit das Wichtigste. Also.
Die Bauelemente können wir auch hier lassen, ne? Ja, die lassen wir da. Ist gar nicht mehr, was war das hier? Karottensamen, die will ich eigentlich mitnehmen. So, Steine kriegen wir eigentlich auch ganz schnell wieder, ne? Ja, Steine kriegen wir schnell wieder. So, was brauche ich, um Pfeile herzustellen? So, also ich würde gerne die den Samen nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, die wiegen ja nicht viel. Ja, eben. Und ich vermisse meine Klamotten. Meine Kleidung ist weg. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nackig auf ewig. So, sicherheitshalber nehme ich noch einen Bowler mit. Ich weiß gar nicht, was können wir denn sicherheitshalber überhaupt noch machen? Das Einzige, was wir machen können, ist den Weg schon mal abgehen und gucken, was so für Gefahren da sind, ja. Oder wir gehen halt blind drauf los. Ja, ich würde sagen, wir gehen blind drauf los. Passt schon. Wir haben unsere Dinos bei. Ganz ehrlich, wenn wir, egal ob wir gucken oder nicht, durch die Gefahren müssen wir so durch. Ja. Wir haben keine Wahl. Also dann können wir auch gleich durch. Ja, ich würde sagen, dir folgen alle Dinos und ich spähe voraus. Ja. Gut. Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Ich überlege gerade, wie waren das nochmal? Dass ich die, konnte ich die nicht auch alle irgendwie auf einmal hinter mir herlotsen? Ja, genau. Ja, B gedrückt halt. Alle folgen, genau. Ja, meine Raptoren-Armee. Ach, und auf einem kann ich reiten. Nackig, wie sie ist. So, ich hoffe, ihr kommt. Kommt. Kommt, meine Lieben, kommt. Du willst nicht, oder was hier? Ja, der Ravager ist doch besonders, der macht das nicht. Ja, ich merke schon, das ist hier ein kleiner Mr. Flauschig, ne? Ja. Oder er war einfach zu weit weg, keine Ahnung. Nee, das macht er nie. Der hört einfach nicht. Keine Ahnung. Cool. Er ist ein Arsch. Finde ich nicht schlecht. So. Okay, hast du alle dabei? Ich hoffe. Also sieht zumindest so aus. Ja, gut. Dann laufe ich mal vor und gucke, ob wir diesen Weg nehmen oder ob wir da hinten rausgehen. Wegen Le Revenger, die hier gerne rumhocken. Ja, ist richtig. Ja, meine Dino-Armee. Meine Dino-Armee. Kurz, Gamma 3. So. Sagt der Vater. Auf jeden Fall sehe ich ordentlich trainiert aus. Okay, kannst hochkommen. Cool. Go, Leute! Okay, ich sehe, aber ich sehe sie. Ich sehe sie. Wir müssten aber dran vorbeikommen. Ja, solange wie die Dinos. Ja, sieht aber gut aus. Ich hoffe, es kommen auch wirklich alle relativ schnell mit. Ja, cool. Läuft doch. Ach, außer der Penner, der hat da... Oh, ja, ich sag ja, den lassen wir zurück. Scheiß drauf. Willst du ihn kurz auswählen oder wollen wir ihn einfach irgendwo hängen lassen? Wir lassen ihn einfach irgendwo hängen. Gut, okay. Vielleicht folgt er uns im Endeffekt. Vielleicht schafft er es ja. Mal gucken. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Und ich muss sowieso gucken, nicht, dass wirklich irgendeiner überhaupt hängen bleibt. Ja, dadurch, dass ich so langsam bin, wird das schon. Wird schon. Naja, wir dürfen halt keine Haken schlagen. Das ist nur eine Maulwurfsratte, alles gut. Keine Ravager. Aber machen unsere Dinos so komische Zischgeräusche? Das ist der Skorpion. Skorpion, ne? Ah. So, also die wichtigsten Dinos sind alle noch da. Der Skorpion, der Ravager und die beiden Raptoren. Der Rest ist mir egal. Ja, wir werden bestimmt mindestens einen Ravenger-Kampf haben. Nein, ich will nicht. Ich glaube nicht, dass wir so easy durchkommen werden. Ich habe im Einzelspielerstand bin ich schon mal den Weg abgelaufen, aber es ist ja immer anders, ne? Also. Naja, klar, logisch.
Aber selbst im Einzelspielerstand bin ich an Revenant vorbeigekommen. Also, ja. Ich sehe da hinten schon ein Leuchten, aber da müssen wir zum Glück nicht lang. Na, mal gucken. Und andere sind hier nicht, ne? Ja, nee. Die anderen sind alle friedlich. Bleibt hoffentlich so. Und sie sind hoffentlich auch zu allen friedlich. Nicht, dass hier irgendeiner auch von unseren Dinos, weißt du, der Meinung ist so, hey, dich fresse ich jetzt. Darauf habe ich Bock. So, Okay, da ist ein Bär, der ist aber nicht weiter schlimm. Der ist ja nicht so aggressiv. Oh, du bist ja ganz schön weit hinten. ja. Ich habe extra nicht das Schnelllaufen an, damit ich keinen verliere. Und ich bleibe häufiger stehen, um zu gucken, ob alle noch da sind. Ach so. Und ja, dem Bär darfst du nur nicht zu nahe kommen. Sobald du zu nah rankommst, ist er gefährlich. Okay, ich sehe da vor uns schon mal einen Ravager. Der Aber wir gehen hier Leuchtende, links eh vorbei. Den könnten wir ausweichen. so, alle noch da? Ja. Die ganze Karawane noch anwesend. Ich glaube, wir haben so circa 20% geschafft des Weges. Na, das ist doch schon mal gut. Ey, wenn wir das wirklich so einfach schaffen, das wäre ja mega cool. Ja, ich habe mir eine einfache Route rausgesucht. Beziehungsweise die, die ich sofort gesehen habe. Ja, ist auch besser. So, das noch ein Bär, wenn ich das richtig sehe. Warte mal kurz, ich muss mal kurz Gamma einstellen. Nein, Bär, guck nicht so. Der Bär hat gerade einen Kampf Genau hinter in sich die Richtung, gehabt. ne? Der Bär ist blutig, er hat einen Kampf hinter sich. Ja, und da ist auch schon der Grund für den Kampf. Okay, aber der ist nicht so schlimm. Können wir den einfach besiegen? Den können wir besiegen. Am Also besten, renne ich auf ihn zu und warte, mache ihn fertig. versuche ihn irgendwie anzuvisieren. Jetzt hast du gepfiffen. Achso, du hast jetzt einfach die Dinos Genau. raufgeschickt. Der war Level 1. Oder bin ich jetzt doof? Ja, der war Level 1. Ja, easy. Cool. Ach, ihr seid toll. Ey, ich hoffe, sie folgen mir jetzt alle noch. Müssten. Der Einzige, der halt auf das Gefühl finde ich reagiert, ist der Ravager. Ja. Ist er noch hinter dir überhaupt? Ich glaube schon. Also ich habe ihn die letzten Male noch Ja, da ist er gesehen. noch. Alles gut. Da Ja. ist er noch. Also ich sag mal, der Hauptblick geht eigentlich immer Skorpion, Revenger, Sarko und die beiden Raptoren. Ist doch alles, was wir dabei haben. Echt? Was haben wir noch dabei? Nee, stimmt, mehr hatten wir gar nicht mehr. Der Penner ist ja zurückgeblieben. Der wird jetzt wahrscheinlich irgendwo im Wald hängen und heulen. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, müssen wir nach rechts und da hatte ich halt die Revenger schon gesehen. Aber ich sehe da. Ja, ich sehe da ein Spino, aber ich glaube, an dem kommt vorbei. Rote Pilze, sei Eventuell. vorsichtig. Vor allem hier auch. Verdammt. Ich hoffe, dass die Dinos jetzt auch da durchkommen. Wir haben kein Problem damit. Hui. Und ich hoffe auch vor allem, dass sie nicht an irgendwelchen Felsen hängen bleiben. Circa Hälfte geschafft übrigens. Sehr gut. Wie gesagt, ich bin immer sehr vorsichtig mit den Dinos. Ich möchte keinen verlieren. Ist auch schwer, die Gefahren hier zu sehen, weil es so dunkel ist. Und die Glühwürmchen so hell. Wir mussten ja unbedingt in der Nacht losziehen. Also, wir haben es ja nicht gewusst, aber hey, was soll's? Wieso flüchtet dieser Dodo? Das gefällt mir nicht. Nee, ne.
Hey, ist cool, wäre keine Ravager hier sonst. Oh, Jo. so gut hätte ich nicht gedacht, dass wir durchkommen. Ich dachte, wir müssen da echt schon richtig kämpfen. Muss ich sagen, hätte ich auch gedacht. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir sind noch nicht da. Das stimmt. Wir sollten nicht zu früh sagen, nur dass es alles einfach war. Aber bis jetzt sieht es aus, als würden die Pflanzenfresser die Oberhand haben. Ja. Ich glaube, ich habe gerade zwar einen Raptor gesehen, aber der ist ja nicht so schlimm. Ja, auch Raptoren. Ganz ehrlich, ein Raptor hat garantiert keine Chance gegen einen Ravager und drei Raptoren. Ja, da läuft der Raptor. Hallo. Mann, laufen doch nicht im Weg rum. Oh, die Raptoren sind abgelenkt. Wieso abgelenkt? Die greifen gerade den Viechern. Ach so. So, der Ravager ist jetzt auch durch. Ich wusste. Oh. Oh, okay, sie greifen an. Hallo. Ja, ich merke schon. Nee, sie laufen weg. Was? Komm her. Nein, Auf nein, nein, mich? nein, nicht. Was für ein Arsch? Greift er mich einfach an? Ihr solltet das Härchen nicht angreifen. Von dir läuft er weg, weil du die Armee hast, weißt du? Aber bei mir denkt er sich, Wahrscheinlich, oh, ja. kann ich ja mal Ja, versuchen. na. So, alle noch da. Ist hier immer so eine Sache, weißt du, so nach so einer Aufregung. Da Die hinten sehe ich schon das Spalte. Gebiet, wir sind gleich da. Warte, was Ah, da ist ist noch bei ein Kano. weitergelaufen? Das ist ein Kano. Ja. Den kriegen wir aber auch, ne? Ein Oh. Akku, was? Ein Raptor gekillt? Ja. Okay. Ach, hi. Schön, dass ihr da hinten rum. Was macht ihr denn da, Leute? Die haben Raptoren gekillt. Ja, schön. Habt ihr gut gemacht. Das Immer schön Leder Härchen nehme ich durch. mit. Dankeschön. Ups. Noch ein Raptor gekillt. Ja. Zum Wie Glück viele haben wir unser Raptoren waren Dings denn bei. hier? Ja. So, ich muss den Kano anpfeifen, ne? Ach so, ja, mach doch. Genau, richtig. Ja, genau, du musst ihn anpfeifen, das wäre gut. Hauptsache, du visierst nicht aus Versehen den Pflanzenfresser an. Ja, ich versuche ihn gerade richtig gut zu erwischen. Das ist so geil, wenn die Armee losläuft. Oh, die Hälfte bleibt stecken. Oh nein, der Pflanzenfresser. Oh nein. Fuck. Egal. Angriff. Er ist Level 2, es geht. Ja. Er ist gleich tot. Er ist tot. Der wird uns gleich einen schönen Raptor-Sattel gönnen. Ich glaube auch. Okay. Dann müssten wir es eigentlich gleich geschafft haben sogar. Ja, da ist das Konstrukt, was ich mir als Wegmarke ausgedacht habe. So, warte mal, sind noch alle da? Raptor, Ravager. Hatten wir nicht drei Raptoren noch im Schlepptau? Ne, zwei. Auf Okay. dem dritten reitest du. Naja, nee, ich weiß, auf dass ich auf einem reite. Ich dachte, wir hätten noch einen. Nee, okay, dann sind alle da. So, du siehst da vorne ein Konstrukt, da gehen wir runter und dann sind wir da. Ja, cool. Not bad. Und du kannst wirklich nichts anderes sagen. Unsere Armee ist richtig toll. Ja. Damit können wir locker auf die Jagd gehen. So. Warte. Der Ravager ist weg. Oder? Ja, ich glaube, der fehlt. Ist irgendwo stecken geblieben. Warte, ich guck mal. Da ist Da er. ist er doch. Sag ich doch, stecken geblieben. Okay, er kommt. Ja, deswegen bin ich mitgekommen. So, jetzt kriege ich langsam, habe ich langsam Durst. Wir müssen uns beeilen. Ja, stimmt. So, jetzt kommt der Punkt, wo wirklich jeder dabei sein muss. Es ist gut, dass du es gerade bemerkt hast, sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Weil jetzt, wenn wir gleich runtergehen, kommen wir nicht mehr hoch.
Ja, okay, gut. Ja, wie gesagt, ich achte sehr, sehr genau auf unsere Dinos. Na, der Sarko ist auf jeden Fall ganz schön. Mich verarschen? So, war das hier? Das war hier, ja. Nee, alles gut. Au! Hilfe, Dinos! Hilfe! Kacke. Oh nein. Ah. Da bin ich gestorben. Ja. Ich guck mal, dass ich in der Nähe spawne. Kurze Orientierung fassen. Scheiße, wo bin ich? Also ich bleibe auf jeden Fall sicherheitshalber nach oben. Mach das. Scheiße, wo bin ich jetzt? Das ist natürlich Kacke. Ich laufe in die falsche Richtung. Okay. Also da, wo wir vorhin gerade lang gelaufen sind, ist jetzt irgendwie ein Skorpion gespawnt, habe ich das Gefühl. Ein Wasserfall. Es könnte auch gerne wieder hell werden. So kurz vom Ziel gestorben. Ja. Ey, aber jetzt hast du keinen Durst mehr. Ja, aber dafür muss ich erstmal den Weg finden. Ansonsten spawne ich gleich zu Hause und laufe den Weg nochmal. Wie gesagt, ich habe nur diesen einen Weg auswendig gelernt. Ja, reicht er, sollte er theoretisch auch reichen. Theoretisch. Ja gut, dann sterbe ich jetzt nochmal und dann laufe ich den Weg ab. Das ist Hey! natürlich übel. Du siehst hässlich aus, Spino! Du hast voll den Buckel! Ja. Das Ding ist, ich würde dir auch gerne irgendwie entgegenkommen, aber ich würde den Weg zurück nicht mal mehr finden. Nee, ich mach das schon, keine Sorge.